Eine geheime Strategie, um die richtigen und wertvollsten Kunden zu bekommen. Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Man sieht, das Wetter wird schon ein bisschen besser hier. Die Vögel zwitschern mal wieder. Das freut mich natürlich sehr. Und deswegen kann ich wieder ein bisschen mehr Vlogs draußen machen. Das heißt, heute geht es mal um die verschiedenen Kundentypen und welchen Wert diese für ein Unternehmen haben. Natürlich ist das Ganze am Anfang erstmal wieder auf die Allgemeinheit bezogen und am Ende gehen wir ein bisschen darauf ein, was Fitnesstrainer und Personal Trainer im Fitnessstudio konkret machen können, um eben das Ganze hinzubekommen. Das heißt, am Ende bekommst du von mir 4 Tipps, um deine Kunden eben wertvoller zu machen und zu richtigen Fans zu machen. Und zwar betrachten wir jetzt mal die Kunden eines Unternehmens so, wie es bis jetzt immer gemacht wurde. Das wurde immer unterteilt in zufriedene Kunden und unzufriedene Kunden. Ja, unzufriedene Kunden sind natürlich schlecht, unzufriedene Kunden sind natürlich gut. Aber diese kleine Unterteilung reicht leider nicht mehr aus, denn Zufriedenheit reicht eben nicht mehr aus, um eben einen Top-Kunden zu schaffen, um den eben perfekt ans Unternehmen binden zu können und das zu schaffen, dass er immer wieder bei dir kauft oder immer bei dir Kunde bleibt. Ja, dazu möchte ich mal ein kurzes Beispiel machen. Und zwar gab es mal einen Supermarkt und der hat so eine Art Umfrage gemacht. Ja, das heißt, wie zufrieden sind die Kunden? Was kann der Supermarkt machen, damit er eben zufriedenere Kunden bekommt? Und bei dieser Umfrage ist dann eben rausgekommen, dass die Leute gesagt haben, ja, die Gänge im Supermarkt sind viel zu eng, es gibt zu wenig Produktauswahl, es ist eine schlechtere Lage oder es gibt zu wenig Parkplätze. Und dann hat sich das Unternehmen, dieser Supermarkt, das zu Herzen genommen. Und hat dann eben die Gänge größer gemacht, hat eine größere Produktpalette ausgewählt. Und wenn man natürlich eine größere Produktpalette hat, dann muss man natürlich aber auch den Preis erhöhen, weil man dann nicht mehr so viel von dem einen Produkt verkaufen kann und dort nicht mehr die Marge macht. Das heißt, sie haben die Gänge vergrößert, sie haben eine größere Produktpalette gemacht, wodurch die Preise dann höher wurden. Es gab mehr Parkplätze und dann sollten die Kunden ja eigentlich zufriedener geworden sein, möchte man meinen. Ja? Und am Anfang war das auch alles cool, manche Kunden haben sich gefreut, juhu, endlich wurde auf unsere Wünsche eingegangen, aber sie fand es natürlich auch nicht so gut, dass jetzt die ganzen Produkte teurer wurden zum Beispiel. Und dann hat direkt neben dem Supermarkt ein anderer Supermarkt aufgemacht, der so vom Prinzip her genau das gleiche war wie der Supermarkt vor der Umstrukturierung. Das heißt, die Gänge waren wieder eng, es gab wieder weniger Produkte, aber die Produkte waren trotzdem dafür günstiger und dann sind die ganzen Kunden zu dem Konkurrenten abgewandert, das heißt zu dem Supermarkt, wo die Produkte wieder günstiger waren. Und daran sieht man halt einfach, dass es eben nicht mehr ausreicht, nur zufriedene Kunden zu haben, sondern dass man das nochmal weiter unterteilen muss. Denn um das nochmal weiter zu unterteilen, muss man immer schauen, wie emotional gebunden, wie treu sind denn die Kunden dem Unternehmen. Ja, und in diesem Beispiel mit dem Supermarkt waren die Kunden einfach nicht emotional gebunden. Das heißt, sie hatten einfach keinen emotionalen Grund, weiter bei diesem Supermarkt einzukaufen und sind dann einfach zum nächsten gegangen. Und um dir nochmal den Unterschied ein bisschen aufzuzeigen zwischen einem zufriedenen Kunden und einem emotional gebundenen, unzufriedenen Kunden, möchte ich wieder dir kurz 2 Beispiele von mir selbst geben. Ja, in einem Fall, wo ich jetzt nur zufriedener Kunde bin, aber es mir eigentlich scheißegal ist, was das Unternehmen sonst noch so macht, ist zum Beispiel mein Handyvertrag. Ja, ich habe einen Handyvertrag für 7,99 € pro Monat, das ist natürlich sehr günstig. Dafür habe ich 2 GB LTE und so viel telefonieren, wie ich möchte. Ist natürlich ein sehr guter Preis und ich bin damit recht zufrieden. Ja, würde jetzt aber irgendein anderer Handyanbieter kommen und sagen, ja, schau mal her, bei uns zahlst du nur 5,99 € pro Woche und hast das Gleiche, was du dort auch hast, würde ich sagen, okay, das klingt für mich komplett logisch. Ich spare da mir 2 € pro Monat zum Beispiel und dann wäre ich sofort bereit, den Handyanbieter zu wechseln, weil ich eben nicht emotional daran gebunden bin. So, das ist das eine Beispiel. Das zweite Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wo ich eben einkaufen gehe, wo ich meine Lebensmittel einkaufen gehe. Und das mache ich am liebsten bei Lidl, ja, weil ich finde halt einfach, dass Lidl absolut geil ist. Die haben immer frisches Obst, frisches Gemüse, die haben einfach die geilsten Produkte. Der Gorgonzola bei Lidl schmeckt einfach am besten, ja. Das ist alles, und ich kenne es auch schon von früher von zu Hause, da meine Mutter auch immer bei Lidl eingekauft hat. Das heißt, ich bin ein richtiger Fan von Lidl und ich würde ja eigentlich niemals woanders einkaufen gehen, außer es würde jetzt in einem Umkreis von 50 Kilometern kein anderes dann Deal geben. Natürlich hole ich manchmal ein paar andere Produkte auch in anderen Supermärkten, aber meine großen Einkäufe mache ich immer bei Lidl, sogar auf Mallorca, wenn ich bei Kolja zu Gast bin. Und hier sieht man halt einfach, dass ich jetzt dort eben emotional gebunden bin, einfach weil ich das Unternehmen schon so lange kenne, weil ich die Produkte eben so cool finde von Lidl, weil ich auch die Werbung von Lidl teilweise cool finde, habe sie sogar auf Facebook geliked. Hier bin ich ein richtiger Fan und ich bin natürlich dem Unternehmen viel treuer. Das heißt, es hat einfach enorme Vorteile, wenn ein Unternehmen viele Fankunden hat. Und auf diese 3
Hauptvorteile möchte ich jetzt mal kurz eingehen. Der erste Vorteil ist, dass man das Unternehmen nicht nur weiterempfiehlt, sondern eben auch vor anderen verteidigt sozusagen. Ja, wenn jetzt irgendein Kumpel zu mir sagen würde, ja, Lidl ist voll scheiße, da ist das und das und so, würde ich Lidl immer sofort verteidigen und sagen, nein, Mann, Lidl ist geil, guckt mal das Produkt an, guckt mal das an, das gibt es einfach nur am besten bei Lidl. Ja, also ich empfehle das Unternehmen nicht nur weiter, sondern ich verteidige sogar mein Unternehmen, wovon ich eben Fan bin. Das zweite ist, dass ich natürlich viel mehr Fehler verzeihen kann und viel mehr, ja, Sachen, die sie schlecht gemacht haben, nicht so schlimm finde. Zum Beispiel kaufe ich jetzt irgendein Produkt und es ist irgendwie vergammelt oder keine Ahnung was, hat eben nicht die Qualität, die ich normal von Lidl gewohnt bin, dann sage ich, ja, okay, nicht so schlimm, sonst haben die ja immer gute Qualität und sonst bin ich ja immer zufrieden, deswegen verzeihe ich denen viel schneller. Und der dritte Vorteil von einem Fankunden ist, dass er eben bereit ist, viel, viel mehr Geld bei dem Unternehmen auszugeben, wo er eben Fan ist. Zum Beispiel gibt es ja bei Lidl auch manchmal andere Angebote, weil sie ja nicht nur Lebensmittel verkaufen, sondern auch manchmal so Mikrowellen oder Gartentische oder Laptop oder keine Ahnung was. Und da wäre ich zum Beispiel auch bereit, dort es eben zu kaufen und nicht bei einer Konkurrenz, obwohl es ja gar nicht so selbst die Positionierung von Lidl ist, sowas zu verkaufen. Aber ich bin einfach überzeugt von der Qualität von Lidl und bin halt Lidl-Fan und deswegen würde ich das auch dort eben kaufen. Ja, das heißt, es gibt viele, viele weitere Vorteile noch von Fankunden. Jetzt müssen wir einfach überlegen, wie wir es schaffen, eben mehr Fans im Unternehmen zu bekommen und was wir jetzt genau zum Beispiel wieder im Fitnessstudio tun müssen, um mehr Fans zu bekommen. Und dafür habe ich jetzt eben 4 Tipps für dich vorbereitet. Der erste Tipp ist, versuche es auf jeden Fall, dass deine Kunden, wenn sie sich bei dir neu anmelden, schnellstmöglich Erfolge haben. Wir machen das bei uns mit einem speziellen Ernährungsprogramm. Darauf möchte ich jetzt aber nicht genauer eingehen, weil es wieder ein ganz anderes Thema ist. Aber sie bekommen eben bei uns ein Ernährungskonzept, ein ganzes Programm an die Hand, was eben 21 Tage geht und wo man eben viel Gewicht dabei verlieren kann. Und das ist eben meiner Meinung nach besonders wichtig, weil die Leute eben natürlich immer schnelle Erfolge sehen wollen und aber dann auch das Ganze natürlich wieder nach außen tragen. Wenn jetzt jemand auf ein paar Wochen eben 5 oder 6 Kilo oder sowas abnimmt und danach noch weiter abnimmt, dann ist er natürlich begeistert davon. Er hat schon so viel anderes ausprobiert und jetzt hat es endlich geklappt. Und die anderen Leute im Umkreis, auf der Arbeit, Kollegen, Freunde und sowas alles, die sehen es natürlich, dass er so viel abgenommen hat. Und die werden natürlich fragen, hey, wie hast du das gemacht und was hast du gemacht? Und dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, ich war jetzt hier im Fitnessstudio XYZ und dort habe ich eben dieses Ernährungskonzept gemacht und dort habe ich dann so viel abgenommen. Und glaube ich, dass man eben auch mehr Fans bekommt, wenn man eben wirklich dafür sorgt, dass die Leute Erfolg haben. Und das tragen die natürlich ganz anders nach außen, wie wenn sie sich jetzt im Fitnessstudio anmelden und es einfach nichts passiert. Der zweite Tipp ist, persönliche Einladungen oder Geschenke verteilen. Bei uns ist es so, dass es öfters eben Musikabende oder irgendwelche anderen Events gibt oder zum Beispiel hatten wir letztens beim Valentinstag Rosen verschenkt und dort bringt es dann natürlich nichts, die einfach nur irgendwo hinzustellen und zu sagen, ja, hier, nehmt euch alle eine Rose, sondern man muss eben persönlich auf die Leute zugehen und sagen, hey, ich schenke dir eine Rose, möchtest du eine? Und einfach ein bisschen ins Gespräch mit den Leuten kommen und das ist natürlich eine Sache, wo die meisten sich sehr, sehr darüber freuen. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendeine Dame keinen Freund hat oder sowas, aber kriegt von ihrem Fitnessstudio eben eine Rose geschenkt, ist es doch auf jeden Fall ein cooles Erlebnis und das steigt auf jeden Fall oder dort steigt auf jeden Fall die emotionale Bindung zu dem Unternehmen, was man zum Beispiel auch in diesem Snapchat-Post von einem Mitglied bei uns sehen kann, dass sie eben die Rose genommen hat, unser Logo dahinter gemacht hat und gesagt hat, vielen Dank für diese Rose. Ja, auch wieder eine super Kommunikation nach außen. Oder zum Beispiel, wenn man irgendwelche Musikabende hat, dass man nicht einfach nur ein Plakat hängt, sondern die Leute wirklich anspricht und persönlich einlädt. Ja, hey, kommst du da und da, du musst unbedingt kommen, das wird eine super Sache. Oder auch zu Weihnachtsfeier immer persönlich einladen. Da fühlt man sich als Kunde einfach toll und gut und fühlt sich so, als würde man hier wertgeschätzt werden. Dann der dritte Tipp ist, bei jedem Probetraining, egal was da für ein Mensch vor dir ist, gib immer auf jeden Fall Vollgas. Ja, zum Beispiel letztens hatte ich die Tatsache, dass eine junge Lady bei mir zum Probetraining da war und mir eigentlich schon von Anfang an so ein bisschen durch die Blume gesagt hat, dass sie hier keinen Vertrag machen möchte. Ja? Jetzt habe ich natürlich 2 Möglichkeiten. Entweder ich es mache, schicke sie jetzt irgendwie alleine trainieren und habe keinen Bock mehr auf sie oder ich gebe trotzdem Vollgas und versuche das Ganze trotzdem zu einem Erlebnis zu machen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe eben versucht, das noch mein Bestes zu geben. Und dort durfte sie dann eben 1 Monat kostenlos bei uns trainieren, weil sie bei einem Gewinnspiel gewonnen hatte. Und in dieser Zeit, in diesem 1 Monat, kam sie eben immer zum Training, hat auch andere Trainer von uns kennengelernt, hat andere Mitglieder von uns kennengelernt und dann bei einem Musikabend bei einer Challenge gewonnen.
bei einer Challenge gewonnen und dann 500 Gramm Eiweiß gewonnen. Und das haben wir dann auf Facebook gepostet und das hat sie dann auch nochmal geteilt, ja, und hat ihrer ganzen Facebook-Community uns weiterempfohlen und hat mir auch schon erzählt, dass sie eben uns anderen weiterempfohlen hat. Und das wäre natürlich alles nicht entstanden, hätte ich bei diesem ersten Probetraining nicht Vollgas gegeben und hätte mir da Mühe gegeben. Das heißt, wir haben es geschafft, in diesem ersten Monat sie eben emotional an uns zu binden, was natürlich extrem positiv ist. Und der vierte Tipp ist, dass du auch natürlich bei jedem Trainingsplan, bei jeder neuen Überarbeitung, die du bei dir im Fitnessstudio machst, immer Vollgas gibst und versuchst, ja, Sympathie aufzubauen und das Ganze ein bisschen persönlich zu gestalten. Das habe ich zum Beispiel wirklich gestern genauso gehabt. Da hatte ich dann einen Trainingsplan und mit der Dame habe ich einfach ein paar Scherze gemacht. Habe nicht nur meinen Trainingsplan runtergerattert, sondern habe mir auch ein bisschen Zeit genommen, weil gestern eh nicht viel los war bei dem guten Wetter. Ja, und ja, das hat einfach super Spaß gemacht für sie und für mich natürlich auch. Und daran wird sie sich eben jedes Mal erinnern. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, man soll Persönlichkeit da reinbringen, das Unternehmen menschlich machen. Und wie kann man das Unternehmen menschlich machen? Natürlich nur durch Trainer, durch euch. Und meiner Meinung nach reicht es jetzt eben schon vollkommen aus, wenn ich jetzt bei den nächsten Mal immer noch ein bisschen Smalltalk mit ihr mache und ein bisschen noch mal ein paar andere Scherze mit ihr mache, dass sie eben auch wieder emotionaler, gebundener an das Unternehmen ist, an das Fitnessstudio ist. Davon nochmal ein kurzes Beispiel da auch von mir. Ich war ja früher im Fitness First selbst trainieren und kannte da eigentlich keinen. Die Trainer haben zwar gegrüßt, aber eigentlich nie mit mir gesprochen. Und als ich dann hier in das Fitnessstudio bei uns kam, ins Fitness Point. Dort habe ich dann natürlich die Trainer gekannt, weil ich mich dort dann beworben habe. Und dort habe ich mich jedes Mal gefreut, sozusagen, wenn ich ins Fitnessstudio gehen konnte und nochmal kurz einen kleinen Smalltalk mit einem der Trainer machen konnte, weil ich die Trainer damals auch cool fand. Und ja, das ist einfach was ganz anderes, wenn man eben Trainer und Leute kennt, die man eben mag und zu denen man eben Sympathie aufgebaut hat. Deswegen ist das eben auch ein weiterer Punkt, wie man eben mehr Fans beim Fitnessstudio bekommen kann. So, jetzt bin ich am Ende dieses Videos angelangt und jetzt interessiert mich natürlich noch wahnsinnig, was du meinst. Wie kann man mehr Fans im Unternehmen beim Fitnessstudio bekommen? Schreib es auf jeden Fall mal hier unter die Kommentare unten rein. Und wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, was man im Fitnessstudio tun kann, um den Kundennutzen zu erhöhen und um einfach richtig Gas zu geben und dann im Endeffekt auch mehr als Trainer zu verdienen, dann check auf jeden Fall mein Buch 15 Schritte zur Gehaltserhöhung als Fitnesstrainer ab. Dort wirst du auch noch einiges lernen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Team Kinalzi, Karriere als Fitnesstrainer und...